Blocky und ich werden heute wieder zufällige Pokémon an der Overworld fangen, aber sie so lange entwickeln, bis sie sich nicht mehr entwickeln können. Der Twist dabei ist natürlich, dass jede Entwicklung zufällig ist. Naja, und dann kämpfen wir. Von daher würde ich sagen, gehen wir los mit Voice Track und fangen uns unsere ersten Pokémon aus. Aber wir sind relativ weit oben, Alter. Und hier an diesem kleinen, gefrorenen Geschlechtsorgan, würde ich sagen, fangen wir uns mal unsere ersten Pokémon, die wir entwickeln können. Die sind aber bereits voll entwickelt. Genauso wie dieses Litherking. Aber da sind Schmerben. Ich werde eine Schmerbe mir holen. So nämlich. Und ich habe mir ein Schmerbe geholt. Und wir gucken mal, was daraus wird. Ich hoffe natürlich ein Banger oder irgendwas, was wir weiterentwickeln können, bis es ein Banger wird, ja? Und wir bekommen ein... Melsa. Ich habe das Gefühl, da hat etwas nicht funktioniert. Okay, zweiter Versuch. Dieses Mal wirst du bitte was anderes als Melsa, okay? Nicht, dass ich Auge auf Melsa machen würde. Auf Dicta mache ich noch viel mehr Auge. Direkt das nächste Sonderbonbon rein in dein Maul. Abracadabra, Simsalabim. Ey, ein Simsalab wäre Banger. Aber wir bekommen ein Frostedio und damit bin ich auch sehr zufrieden. Natürlich gucken wir uns noch das Set an. Wir haben Delta Wind als Fähigkeit, das bringt uns nicht so viel Aeroas, Wassersäulen, Drachenklaue, Mäuseplage. Natürlich wieder einen gesenkten Angriff, aber finde ich cool. Wie bin ich hierher gekommen? Wo bin ich überhaupt? Ach du Schreck. Naja, Flobert hat mir befohlen, hier Pokémon zu fangen. Und zwar zufällige Pokémon. Und ich sehe hier schon ein bisschen was, was mir grundsätzlich gut gefällt. Da war gerade noch ein Dragoran. Ich habe es genau gesehen. Aber dafür nehme ich mir dieses Swatronine hier. Oh, das Swatronin wurde gefangen. Es entwickelt sich. Ach so. Okay. Einverstanden. Rivalität aus bei Entfessler, Ruhr und Grimasse. Krasses Set, Digga. Entfessler, Grimasse. Der hat nicht einen Angriffsmove. Perfekt. So habe ich mir das hier gewünscht. Das heißt, wir, ja, würde ich sagen, verlassen jetzt hier einfach mal dieses Eisplateau. Es hat uns irgendwie, also schon ein bisschen Glück gebracht, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, wäre noch mehr drin gewesen, du. Wäre noch mehr drin gewesen. Von daher gucken wir doch einfach mal, was es hier auf dieser Grünfläche in der Nähe des Wasserfalls gibt. Und ich sehe da direkt irgendwas. Ein Alola Slime. Du hast versucht, irgendwas zu verstecken. Und genau das, was da drunter ist, möchte ich haben. Okay, dieses Gastella. Komm jetzt her. Warum bist du so unfassbar langsam, wollte ich sagen. Und in dem Moment beschleunigt er. Wir haben Gastella. Okay. Let's go. Gastella ist bereit, sich zu entwickeln. Und ich finde irgendwie, der ist natürlich hässlich, aber irgendwie ist er auch süß. Ich mag Gastella irgendwie mittlerweile. Das gleiche gilt für den. Nur ohne süß. Aber der ist cool dafür. Hier haben wir Download. Okay, das kann auch den physischen Angriff erhöhen. Schwertanz, Taucher, Kehrtwende und, ja gut, Tackle. Aber Pengaset finde ich cool. Aber leider nur den Terra-Gift-Typen erwischt. Statt Wasser, das wäre mit Taucher natürlich nochmal Banger gewesen. Hopfsprost. Ich bin nicht übermäßig überzeugt. Aber auch das entwickelt sich natürlich random. Da kann natürlich auch wieder so ein Giratina bei rauskommen. Du kleines, süßes Etwas. Was auch immer du bist. Holy shit, was bist du eigentlich? Ein Sand. Digga, was ist los? Tag der Legenden. Einmal Kubidos mit Schmetterrammer, Jauler, Voltwechsel und Pulverschnee. Das ist cool. Voltwechsel, Schmetterrammer. Nice. Oh, was hat er für eine Fähigkeit? Trugbild. Ja, ich würde sagen, der Wasserfall hat uns Glück gebracht. Von daher droppen wir einfach nochmal. Da war gerade ein Kriechflügel. Ein Stückchen weiter runter. Hier auf die Brücke hier vielleicht. Hier in der Nähe gibt es bestimmt jetzt ein kleines Pokémon, oder? Das ist was ganz Kleines. Aber ich glaube, das ist nur so ein Gierspenst. Okay, wir haben es geschafft. Okay, komm, wir haben nicht Eisen in Hand geholt. Wir holen uns auch nicht Hariyama, aber wir holen uns zumindest die Vorentwicklung Makuhita. Hariyama verschwindet und jetzt heißt es, ein neues Hariyama zu erschaffen. Und zwar... Ich sag, das kommt dem Ganzen ziemlich nah. Und auf Schlaraffel, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Habe ich Bock. Hoffentlich passt das Moveset. Und ich würde sagen, ja, das Moveset passt. Also Tiefkühlkopf, weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ich glaube nicht. Also nicht so gute Fähigkeit. Aber das Moveset an sich. Holy shit. Wir haben ja auch noch Terra-Kampf von Hariyama übernommen. Kleines süßes Trassler, komm rein in meinen Ball. Tralali, tralala, tralalu. Hast du ziemlich schwach angefangen, aber dann mit der Zeit eben noch stärker nachgelassen. Okay, es entwickelt sich. Und zwar ganz freiwillig, auf ehrenhafte Basis. Mal gucken, welches legendäre Pokémon wir diesmal kriegen. Bojelin, vielleicht nicht ganz so legendär, aber ist in Ordnung, I guess. Schere macht mit Horrorblick. Felswurf, Giftwolke, Pulverschnee. Okay. Wir sind gerade fleißig dabei, Pokémon random weiterzuentwickeln. Und ihr könnt in der Zwischenzeit ja einfach mal diesen Kanal hier weiterentwickeln, indem ihr unten auf den Abo-Button drückt. Würde mich sehr freuen, würde mich sehr supporten und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Video. Damit haben wir die Hälfte hinter uns gebracht und ich würde sagen, so finster es hier draußen noch gerade ist und so stürmisch, so rosig sind die Zeiten und dementsprechend rauf hier auf diese sehr windige Insel. Und wir droppen direkt neben ein Skelocorc. Das ist vielleicht ein gutes Zeichen, wenn hier einer der Starter ist, den wir mittlerweile schon wieder vergessen. Hinter Koronospa mal wieder versucht worden zu verteidigen. Ist das deutsch gewesen? Flatütü. Let's go. Ich sag ganz ehrlich, bisher hatten wir zwar noch keinen richtigen Banger, aber es sind durchweg solide Pokémon geworden. Ich hoffe, dass das hier bleibt oder wir kriegen einen
Banger. Ich sag ganz ehrlich, das Moveset ist aber auch absolut krank. Auch wenn Limit Shield genauso wie Tiefkühlkopf, glaube ich, nicht sonderlich viel bringen wird. So, die Hälfte ist geschafft. Das heißt, es gibt einen kleinen Ortswechsel für uns. Und hier, das ist ein Busch oder kein Pokémon. Ich bin auf der Suche nach einem ganz speziellen Pokémon. Und damit meine ich weder Lavados noch Dynalos. Die meinte ich alle nicht. Ich meinte nämlich Vati. Warum auch immer. Auf und davon. Diesmal kriegen wir einen Screen. Okay, Alter. Vati ist was Besonderes oder was? Weiß ich ja jetzt nicht, Alter. Es wird ein Feuerregel, wie süß. Und das ist unsere erste Entwicklungsreihe, die wir machen können. Nice. Warum entwickelt sich Feuerregel nicht? Feuerregel, ist alles gut bei dir? Ich probiere es nochmal. Feuerregel? Das ist unfair. Das müssen wir wiederholen. Weg mit dem, Alter. Ach, wir erklimmen einfach weiter ein bisschen den Berg, ne? Und gucken einfach mal so ein bisschen, was wir finden, Digga. Wen haben wir denn da? Wer bist denn du? Wingull. Ja, nachdem Feuerregel mich enttäuscht hat, muss es halt Wingull regeln, ne? Ist klar. Wingull, entwickelst du dich? Ja? Okay, cool. Ja, genau das habe ich gebraucht in meinem Legendenteam. Wie entwickelt sich Mikrik? Einfach per Level-Up? Chilliger Typ. Und was wird daraus? Lextremo ist es nicht. Liegt da, Digga. Komm, wachs mal. Nigiragi. Na, besser als Feuerriegel, I guess. Kratzer, Diamantsturm, Überschalken als Feuerball. Okay. Hitzeschutz als Fähigkeit. Okay. Wir hatten ja eben hier einen Skelokrok stehen. Würde ich sagen, nehmen wir rein in Hoplo. Der kleine Fußballgott entwickelt sich und wir bekommen unser fünftes Pokémon. Und das ist ein Dressella. Ist natürlich im Regen jetzt nicht so krass, aber vielleicht, bis wir kämpfen, scheint ja die Sonne wieder. Das Moveset, würde ich sagen, ist vollkommen in Ordnung. Allein Magenkrempler könnte eine sehr, sehr witzige Fähigkeit werden. Ist jetzt nicht der Mega-Banger, aber bin ich absolut fein mit. Wir haben Schlickter und Dickter. Oh mein Gott. Es entwickelt sich ganz normal. Okay, wir haben ein bisschen glitchy Bild. Ist nice, ist cool. Aber die Kamera muss ja unter die Erde, weil Dickter ist ja auch unter der Erde. Und wir bekommen Buckle. Geiler Typ. Man kann nie zu viele Feen im Team haben. Expidermis, Teatime, Heimzahlung, Psystrahl, Mäuseblage. Okay, das ist ganz cool. Ja, und ich würde sagen, zu guter Letzt holen wir uns noch ein besonderes Pokémon. Oder hoffen wir zumindest, dass sich das Pokémon, was sich da hinten auf hoher See befindet, entwickeln kann. Let's go, wir schauen einfach mal, was es denn ist. Es ist weg. Ich würde sagen, das ist ein guter Ersatz. Dann nehmen wir vielleicht einfach ihn hier. Vielleicht hat er ja vorher die goldene Super Saiyajin Aura gehabt. Who knows? Und ich glaube, selbst wenn jetzt irgendwas richtig Schlechtes rauskommen sollte. Selbst dann, glaube ich, haben wir ein solides Team abbekommen. Und wir bekommen Humanoid, womit ich sehr zufrieden bin. Pflanzensäulen, Darklariat, Sorgensam und eine Priorität zusammen mit Magma-Panzer. Das heißt, wir können nicht eingefroren werden. Hey, ist alles, aber nicht so krasser Banger. Aber ich sag, absolut brauchbar. So, wen haben wir hier? Aha. Bist du shiny? Was? Darf ich den jetzt fangen? Ist das mein Joker? Definitiv nein. What the fuck? Glumanda, mein Freund. Unser Pokémon Nummer 6. Ich hoffe, der streikt nicht wie Feuerregel. Ja, nö, Glumanda streikt nicht. Glumanda ist kein Dickkopf. Okay, cool. Glumanda wird irgendwas Geiles, so Mewtwo. Das fast Mewtwo. Wir probieren das nochmal. Wir bleiben halt klein, oder? Aber nice, meine Kette, Alter. Mal mehrere Pokémon am Stück sehen. Nice one. Und der entwickelt sich auch einfach straight up weiter. Es kann auch einfach mal laufen. Warte, wir bekommen Dicktrin, ne? Ja gut, Freunde, das war's dann komplett. Ich bin weg, Alter. Wir hatten so eine schöne Aufnahme bis gerade, weißt du? Phantomkraftgut ist ein Raublebenstropfen mit Majestät als Fähigkeit. Könnte vielleicht was bringen. Okay. Jetzt verteilen wir natürlich noch Items und dann geht's auf in den Kampf. Let's go! Doppelkampf natürlich. Natürlich, so als würden wir das immer machen. Dicktrigiratina. Boah, das ist schon mal ein Matchup, was mir nicht so gut gefällt. Delta Wind und es regnet aus irgendwelchen Gründen. Ja, Albino wartet auf Toni. Jawoll! Let's go, Kombi-Attacke! Es ist Kupidos. Aber es ist jetzt Sumpf. Digga, habe ich in Schwert und Schild, glaube ich, noch nicht gesehen. Absolut wild. Und erst recht nicht in diesem Format. Grimasse, du halbierst meine Init, aber Sumpf viertelt deine Init oder so, was irgendwas krank ist. Ja, ja. Aua! Ich wusste schon, warum ich den Fokus gut spiele. Oh, es hat aber schön geschallert. Freut mich. Ja, ja, Humanoid, leider die schlechteste Spezialverteidigung im Game. Oh, jetzt kommt das echte Diktri. Ja, leider schon. Ist ein bisschen blöd. Ja, was hat Giratina gemacht? Wer ist Giratina? Was ist denn mit dir? Warum bist du so? Grimasse gedrückt. I guess. Ah, okay. Boah, das macht ja gar nichts. Wieso Beulenhelm? Ja, weil du 10 Jahre. Wie er stirbt am Beulen, ey. Ist das traurig, Alter. Stirbt selbst. Ja. Boah.
Das ist traurig. Wieso tankt Mr. Darkshire das so gut? Weil das ein Biest ist. Gott sei Dank tank ich das. Okay, Grimasse again. Ist ein bisschen gemein, um ehrlich zu sein. Finde ich jetzt aber auch. Aber ich bin mir beim Sumpf gar nicht so sicher, ob ich nicht vielleicht immer noch schneller bin. Sayuri! Oh nein. Ja, mit vierfacher Grimasse muss ich aber auch langsam mal raus, selbst wenn du im Sumpf stehst. Das stimmt. Ja, aber wie cool das ist, dass wir endlich den Sumpf mal sehen. Das stimmt. Meteorstrahl. So. Ja, ja. Ja, ja. Ob wir das entsprechende Item tragen, man weiß werden wir es sehen, nicht. Wenn das Licht angeht. Ach, Mensch. Ach, was so, für ein Zufall. Drückst du auf die Ratina? Ja, ja, was will ich denn mit Tetri, Alter? Dumm. Der geht doch Ach so, Raub drückst du, okay. Das ist ein bisschen gemein. Ist sogar gut für dich jetzt. Warum? Weil Flinklauer im Sumpf. Ach du Scheiße. Ruheort. Horta? Jawohl, jetzt geht's ab. Horta? Was bin ich sehend? Was bin ich sehend? Ist mein Dinglo mittlerweile schneller als ein Dicktrin? Ja. Einrollen? Dinglo ist so langsam, ne? Ja, das ist nicht gut. Phantomkraft, okay. Wie lange ist der Sumpf noch da? Der müsste auch irgendwann enden, oder? Oder ist der... Ich glaube, der endet nicht. Das kann auch sein, ne? Dass der niemals endet. Okay, Sumpf ist verschwunden. Perfekt. Ah, perfekt. Ich glaube, der endet nicht. Amadeus, zurückgerufen. Amadeus. Ja, der wird noch wichtig. Okay. Gut. Okay. Aua. Okay, geht voll klar. Das macht ja gar nichts. Finde ich aber tatsächlich sehr spannend, dass du Buckel reinwirfst. Ja. Weil, guck mal. Aber leider auf die Trick. Ja, okay. Ich wollte aber ganz kurz Angst machen. So, der Sumpf ist verschwunden, ne? Nein. Okay, perfekt. Und leider mit dem Flinkler. Ach du Scheiße. Ich habe ein bisschen Angst vor deinem Kubidos. Terra, okay. Deswegen scheißegal, was für ein Terra-Typen ich habe. Ich will einfach nur meinen Typen ändern, damit du mich nicht rausnehmen kannst. I see. Weil du, Dinglo ist ja locker das Ziel mit Rambos, oder? I see. Mäuseplage, okay. Gemein. Das dauert zum Glück nicht lang. Nee. Guck ganz gebannt zu. Ja. Okay. Neunmal getroffen nur. Oha. Pulverschnee. Das ist richtig scheiße. Ach komm, das ist auch richtig scheiße. Ah, oh, das ist gut. Wieso ist dein Hund eigentlich schneller? Krass. Nur der ist giga schnell. Boah, aber Rambos gerade richtig geil, ne? Gegen deine ganzen Feen. Ja, mega cool. Nigiraklet. Da ist er. Okay. Boah, Heimzahlung. Okay, macht aber Gott sei Dank nichts. Ja, Dinglo ist fucking nochmal dick. Tschüss. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, hier rauszuwechseln. Ich verstehe auch nicht genau, warum du hier rauswechselst, ehrlich gesagt, aber... Despo? Let's go, Despo! Aha, okay. Angriffsboost? Download! Nice Fähigkeit, Mann, Sturm. Das sind beide. Und kein Boost, Gott sei Dank. So, weg mit dir. Was? Ja, na klar, ich bin plus 1 und ich wiege 8000 Kilogramm. Du sollst einfach chillen ein bisschen. Probieren wir doch mal das. Ich weiß nicht, ob das so der Plan ist, aber wird schon klappen. Der taktische Wechsel. Oha. Amadeus. Überschalten. Let's go. Ja, der Schaden ist crazy. War gut. Aber ist okay für mich. Okay. Also erstmal für den Moment. Schwört Dance. Okay. Ja, ja. Auf gechillt. Auf ganz gechillte Basis. Risiko Tackle. Okay. Geh mal weg. Hab nicht so Respekt vor Bojelin gehabt. Ist dein letztes, oder? Ich habe so viel gekillt. Das muss dein letztes sein. Das muss das letzte sein, ja. Pelzo. Okay. Überlebe ich da? Ja. Drei könnte ich überleben. Das war ein Crit. Ja, jetzt wird's ganz eng. Das Komm schon. Hör auf. Ach, Mann. Ich hatte nochmal Energiekraut mit Taucher. Ach so, ja klar, man kennt es doch. Immer schön doppelte Items spielen, ne? Ist ja scheiße. Okay, Gruot ist in Ordnung. Gruot ist okay. Solange ich hier Bojelin so ein bisschen anditschen kann. Ein bisschen anditschen wahrscheinlich, ne? Genau. Ja. Ich lebe sogar noch. Der könnte männern. Ja, ja. Könnt ihr schon mal hier sehen, Alter. Ach, echt? Dresseller. Seien Sie schneller. Schade. Boah, wenn das geht beide, oder? Oh, okay, crazy. Aber Magenkrempler. Ja, aber 6 KP hat nicht gereicht. Ah, okay. Deswegen, es war so scheiße, dass du mich so genau runtergechippt hast. Weil Markenkrempler hätte so witzig sein können. Weg mit euch! Okay, ja, jetzt wird's spannend. Ausbrennen. Okay. Boah, es ist jetzt ein 2 gegen 2, ne? Ja, aber bitte dich. Ja, Frostagey ist doch schon schneller, oder? Ja, naja, aber I don't know, man. Ah ja, na klar. Jawohl, die Mäuseplage. Na klar. Muss ich natürlich einsetzen, weil damit ich dir zeige, hey, ich spiele Energiekraut wie du und hey, ich habe Mäuseplage, so wie du. Ja, dann GG an der Stelle. Wieso, hast du keinen Angriffsmove mehr? Nö. Gar keinen? Nö. Also ausbrennen ist mein Angriffsmove, ja. Und du bist nicht Terrafeuer? Nein. Achso, okay, ich wollte gerade fragen. Ach du Scheiße. Den habe ich auch noch als Angriffsmove hier. Noch habe ich Chancen. Okay. Noch habe ich Chancen. Okay. Aber du auch. Drachenklaue. Eieieiei. Oh. Dieser Boy-Name wird dir den Arsch retten.
Ich werde zum Schnellsten. Ja, aber echt? Ach komm, wir gehen rein. Oh nein, was tust du? Ich habe meine Terra noch offen. Aber ist es nicht vielleicht sogar schlecht für dich? Mal gucken. Ich meine, ja, Drachenklaue trifft dich nicht mehr sehr effektiv. Wasser im Regen. Ich meine, ich kann dich jetzt mit Mäuseplage treffen. Ja, korrekt. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und ich glaube immer noch, dass es nicht regnet. Ah, Wasser. Ach du heilige Scheiße. Aura schwingen, aha. Ja, gut, ne? Finde ich aber gut, dass du akzeptierst, dass das das schnellste Schlaraffel werden wird auf diesem Planeten. Das muss ich ja akzeptieren. Ich kann nichts dagegen tun. Hä, du hast Grimasse. Ach so, stimmt. Hä, bist du lost? Ich kann nichts dagegen tun. Gott sei Dank, ich habe dich gebaitet einfach nur. Okay. Ah, nee, doch nicht. Okay, schade, ich dachte, da funktioniert eine Sache anders. Okay, du kannst echt was dagegen tun. Fuck. Was hast du denn für eine Fähigkeit? Ja, eine, die nicht funktioniert scheinbar. Goldkörper? Vielleicht, man weiß es nicht. Let's go! Also die Chancen sind real. Du hast nur 5-mal Ruhrort und du hast schon 2 bis 3-mal eingesetzt. Ich hab nur 5-mal Ruhrort? Ach ja, das wurde ja genervt. Ja, ja, deswegen, die Chancen sind da. Hey, wie Schlaraffel so nach oben guckt. Der hat richtig Respekt vor Gyro Tyner. Ich finde auch gut, wie es da einfach nur steht und sich denkt, ihr könnt mir gar nichts. Ich habe mich so gefreut, als ich Giratina direkt bekommen habe. Und dann dieses Moveset. Direkt als erstes Mon und dann dieses Moveset, Digga. Ja, kenne ich aber. Aber ich sag dir so viel, meine AP neigen sich auch dem Ende entgegen. Ja. Und danach habe ich nur noch Kontaktattacken. Es bleibt also spannend. Ja, Wassersäulen, aber das hat doch einige AP, oder? 10. Oh. Und wie du siehst, sind wir schon einige Turns dabei. Gyratina, du musst das holen für mich. Aura schwingen. Aber wahrscheinlich würde sich das Item eh nicht aktivieren. Ist eh egal ab diesem Zeitpunkt. Ich glaube, es aktiviert sich gar nicht mehr. Es geht nicht um meine Fähigkeit, es ging um Fluchttasche. Aber das aktiviert sich ja auch nur dann, wenn ich noch Monster habe, in die ich wechseln kann wahrscheinlich. Ja, und vor allem, wenn ich überhaupt erstmal in den Negativbereich droppe, oder nicht? Boah, das weiß ich gar nicht. Ich vermute schon. Ich glaube, deswegen hätte es so oder so nicht gedingselt. Oh, der Crit. Böser Crit. Das war's dann mit Wassersäulen. Jetzt auf! Drachenklaue. Jawohl. Machen Sie es gut, Frostedje. Ciao, Albino. Damit sind die Luftströmungen weg und damit sind meine Auraschwingen jetzt noch effektiver. Wie man sehen kann. Jetzt geht's ans Eingemachte. Das Eingemachte. Okay. Ich wünschte, ich hätte nicht mit Dings geterrat, weil ich wäre tatsächlich Terra-Kampf gewesen. Oh, Terra-Kampf wild. Ja, Schaden okay, nicht so wild. Also vielleicht, wenn du keinen Ruheort mehr hast und wenn Crits kommen. Das ist auf jeden Fall interessant. Ein sehr, sehr interessantes letztes Match, ja. Oh, der Crit, oder? Das ist ein Crit? Nee. Boah, dann gewinnst du das. Hast du kein Ruhrort mehr? Nee. Oha, Schlaraffel gegen Giratina. Du hast eh noch, du blöffst einfach. Nicht Schlaraffel! Hör auf! Oh Gott, der nächste Hit ist mein Tod. Nee, bis der Ruheort kommt, ne? Du Sau, du grinst so vor dich hin gerade. Du Dreckiger! Oh, Entfessler. Okay. Ich sag, du gehst für Risiko, um da jetzt zu überleben knapp. Nein! Wir haben gewonnen! Schlaraffel ist es einfach. Er ist es einfach. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann... lasst ein Däumchen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.